willkommen zurück zu Dilo D-Day. Wir sind jetzt hier bei einer weiteren Runde. Wir spielen Alliierte gerade, also zumindest Nico und ich. Lukas ist ein dreckiger Nazi-Dino. Hat wieder jemand den Drecks-T-Rex. Das sei doch froh, wenn du die Nazis spielst. Die sind halt echt stark. Da streckt du den Kopf. Ich brauche mir anzugucken, was die können. Enemy. So. Habe ich erstmal einen Dino getötet. Dreckige Viecher. Ich hatte nicht, nichts erwischt. Das ist sau schwierig, die zu verfolgen. Warte, ich verschiebe das mal nicht. So. Besser. Ist das wieder ein Scharfschütze? Ich weiß es nicht. Ach nee, das ist ein schweres Gewehr. Okay. Was habe ich denn sonst noch? Oh, ich habe Granaten. Es gibt, glaube ich, ein Achievement dafür, wenn man einen T-Rex mit den Fäusten tötet. Das halte ich für berechtigt. Ha. So. Zeig euch, dreckige Nazi-Dinos. Ey, was? Was ich. Ah. Stirbt T-Rex. Hoffentlich. Toll. Der T-Rex ist tot. Der hat aber irgendwie nichts gemacht, der Typ, oder? Man den Voice-Chat aufmachen hier, die nerven unheimlich. Voice-Chat? Ja, bei mir ist die ganze Zeit... Dreck, ich habe auf die Reichweite einfach keine Trefferchance. Was ist das? Oh! War das ein Granatenwerfer oder sowas? Ich weiß es nicht. Einer von den Dinos hat sowas. Nee, ich selbst hatte gerade so eine komische Handfeuerwaffe, die... irgendwie komische Dinger abfeuerte. Oh, die haben schon wieder einen T-Rex, die Säcke. See you in hell, Kamerade. Ja, was erwartest du? Ach du Heilige. Ich geh um die Ecke. Steht da T-Rex. Wunderbar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da kommt doch was zu spawnen. Ah, das sieht doch mal nach einem schönen Kaliber aus. Was für ein Winzvieh das war. Was hab ich denn sonst noch? Ah, Rauchgranaten. Oh, was zum... Okay, der hat gut gezählt. Ich bin im Schuhen aber auch echt nicht gut. Ich bin der Scharfschütze. Hä, aber Alt. Also, Alternative Feuer ist doch Rechtsklick, oder nicht? Also, zumindest bei den anderen war das. Ich kann ja aber meine geile Video. Sprungangriff. Diesen Sprungangriff kannst du irgendwie nur in der Luft machen, wenn du Ziel lange genug anvisierst, hältst oder sowas. Das stand zumindest da in der Steuerung. Ja, was aber. Zum hat der einen... Toll, Friendly Fire oder was war das gerade? Der hat mich einfach von hinten verbrannt, der Idiot. Was ist das hier für eine Waffe? Okay, man kann die augenscheinlich nicht mehr nachladen. Seltsam. Fies
ist geärgert. Ich bin nicht. Ich will auch rein. Vorne ist T-Rex. Hat ihn aber jetzt nicht. Das Land hat sich gewendet! Ich bin echt kein Führer-Profi. Ja, das haben wir eben schon gehört. Ja. Was hab ich denn jetzt hier? Sticky Bombs? Ich hab ne Klebebombe. Tot. Die Alliierten sind jetzt. Ach du. Was zum Henker? Durch eine Wand? Okay. Die Nazis haben gewonnen. Ja, nächste Runde spielen wir die Nazis. Darf man dann Nazi-Sprüche machen oder ist das böse, Nico? Oh lol, hier hat jemand eine Rauchgranate im Camp geworfen. Wie bitte? Nico? Könntest du was sagen? Kommt auf den Nazi-Spruch an, glaube ich. Ich schmeiß einfach Granaten. Da ist keine. Oh, ich hab so. Oh, ich hab viel Schaden genommen, woher auch immer. Nico, du bist irgendwie verdammt leise. Nein, das ist nicht. Deiner Raptor. Kann der denn? Der Raptor ist vor allem ein. Oh, ich bin nervig. Jetzt. Ach nee. Jetzt habe ich einen anderen. Wenn du so ein ganz kleines Vieh bist, bist du kein Raptor. Ach, das war so ein Detonationsding. Oh, das wusste ich nicht. Mist. Rechtsklick und ich bin tot. Oh, lol. Wisst ihr was? Ich glaube, ich möchte es öfter mal als so einer probieren. So, Selbstmordbomber. Wie wollte ich? Kann ich irgendwas außer angreifen mit dem? Mit wem? Im Mini-Raptor. Rechtsklick kannst du explodieren. Das ist doch nicht der Mini-Raptor. Das kleinste Vieh ist der Micro-Raptor. Nein, das kleinste Vieh ist nicht der Micro-Raptor. Der Micro-Raptor kann fliegen. Es gibt aber noch so einen kleinen mit einer Granate auf dem Rücken. Der ist viel größer. Also ich habe anscheinend keine Granate auf dem Rücken. Ich kann nämlich nicht. Explodieren. Wie, ich hab den nicht erwischt. Ich stand doch direkt neben dem. Nee, voll weit weg von dir, ich hab's gesehen. Ist das vielleicht ein Leck? Keine Ahnung. Oder ist nicht Nein, der ist einfach weggegangen. Boah, das ist voll. Das, ich glaube, wenn du ungefähr 3 Koffeintabletten genommen hast, dann kannst du nochmal diesen Raptor spielen. Ist so witzig. Hello, friend. So. Was zum. Okay. Oh, der T-Rex steht halb in der Wand. Und ist gestorben. Hast du eigentlich, als du T-Rex gespielt hast, einfach so eine Möglichkeit bekommen? So, möchtest du als T-Rex spielen oder wie war das, Nico? Du wirst als T-Rex spawnen in 10, 9, 8 und so weiter. Achso, okay. Da hätte ich schon zweimal bekommen, diese Sau. Das Blatt hat jetzt bin ich tot. Ende. Ich war ein ganz normaler Raptor. Ah! Wie die überlebt das? Das ist, da stand ich direkt neben. Ja, hast du auch gut Damage gemacht. Jetzt bin ich so ein. Krasser. Wer ist denn jetzt dazu gekommen? Markus? Ich bin wahrscheinlich. Ah, der weht hier. Entschuldigung. Wo ist er? Hast du auch schon dazu gekommen? Ich bin gerade mitten in der Aufnahme mit den anderen. Nee, ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ah, okay. Hallo, Alter. Hast du dir jetzt verschenkt, Wurz, oder was ist da los? Ja, ich hab. So. Du bist ja süß. Du hast keine Ausrede. Außer, dass wir meinen Laptop das jetzt nicht hinbekommen.
Na, ich glaub schon. Ah, direkt das Ding ist aber hit. Mist. Ja. Was lädt der da runter? Counter-Strike, wo du von Counter-Strike sprichst. Lustig. Will ich aber nicht runterladen. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es gerade bei mir tierisch laggt. Accept Game. Das witzig, das Spiel? Ja, witzig schon. Witzig ist es, ist jetzt nichts, was einen ewig motiviert, aber es ist witzig. Was habe ich jetzt hier? Ja, geht wer drauf, Alter. Und wer von euch spielt Adolphosaurus Rex? Ups. Was für gegen die Wand? Oh. So wie gerade eben. Bist du eingebaut? Adolphosaurus Rex. Der T-Rex gibt es, aber der ist eh schon Special Guest, ey. Ja. Oh, ja? Stimmt. Alter, das sind wir krass. Oh Gott! Die Alliierten führen, das darf nicht sein. Wir sind die Deutschen, wir müssen gewinnen. Auch wenn es historisch nicht gerade so belegt ist, aber historisch gab es auch keine Saurier. Oder da habe ich glaube ich auf einen Saurier geschossen. Hast du eine Ahnung, Tom? Ach nee, das ist ein gegnerischer Saurier. Der Sieg ist unser! Und meiner meinte dann erstmal, der Sieg ist. Ah! Ging aber schnell. Oh, noch 3 Kills für die Allies. Oh, was hab ich denn jetzt hier aufgenommen? Ah, ein Heal-Kit. Problem ist, hier stehen einfach die ganze Zeit auch welche in der Basis und tun nichts. Auch super. Ja, das würde ich mir jetzt aber auch. Die sagen nur, die brauchen hier nur noch 3 Kills, die werden hier verloren. So, bleib doch mal in der Nähe von sowas stehen, Mensch. Oder kann der T-Rex nicht daran nicht gefallen. Oh, die Alliierten haben schon gewonnen. Auf den Sterne. Halbe Stunde noch, damit ich was habe. Okay. Gut, dann wird noch eine Runde Alliierte gespielt Platz und dann drei. Werde ich die Folge beenden. Mal schauen, wie schnell das dann geht. Von der Front. Ah, das war's. Okay. I was flying red 3. I was flying red 3. Listen up, you've joined the Deathmatch game, bla bla. Ah, jetzt können wir uns direkt wählen. Nico? Lukas? Nazis? Der Dinosaurier-Gruppenführer. Ja, die Nazis sind halt cooler. Jetzt kann ich wählen. Axis. Warm-up round. Das war auch die Einstellung der Deutschen. Und jetzt ist der Micro-Raptor. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Der Micro-Raptor, also das ist der Flattermann. Das heißt, bei dem musst du, du kannst halt ein paar Mal Leertaste, glaube ich, drücken, dass du auch fliegst. Ja. Und auf Rechtsklick hast du eine Giftspucke. Und auf Linksklick? Was? Auf Linksklick? Krallen. Ah ja, okay. Und wie kann ich explodieren? Gar nicht. Das ist nicht der Micro-Raptor. Ah, neue Map. Du bist jetzt auch Nazi, Lukas? Ja, ich bin Nazi. Wunderbar. Mit Leib und Seele. Wunderbar, ja, Kamerad. Ein Punkt. Wo sind die Alliierten? Ich bin tot. Mann. Bist auch Kindersaurier? Ja, die Micro-Raptors sind halt super winzig. Aber die sind halt schwierig zu treffen. So winzig sind die jetzt nicht. Die sind halt komische Flatterviecher. Super winzig. Oh, lol. Wer war das? Ich hab Giftspucke gespuckt. Ich weiß nicht, ob ich damit einen gekillt habe. Ich glaube nicht. Oh, ich bin wieder Micro-Raptor. Hm. Ach. Oh Mann, diese Sprüche einfach. Wo sind die Feinde? Die Alliierten punkten, das ist nicht gut. Wo sind die Gegner? Ja, geht drauf, ey.
Ja, natürlich möchte ich die restarten, während ich gerade ein Update mache. Nein. Oh, hoppla, da habe ich fast auf einen unserer Leute eingeschlagen. Oh, was zum... Okay, Freundchen. Hallo. Warte nur, bis ich respawned bin. Wo bist denn du? Hinter dir. Auch so ein Micro? Ja. Oh, 7 Sekunden bin ich im Rex. Schon wieder? Ich bin kleiner Selbstmordbomber. E-Rex. Wo sind Feinde? Zack, weggeballert. Komm, es mach ich erstmal ein Viech kaputt. Also ein eine Ziege. Ziege. Wo zum Henker sind Feinde? Ich muss doch irgendwen in die Luft sprengen können. Sprengen. Ob man das jetzt so sagen was zu. Mist. Ach. Darf er das? Würde niemanden in die Luft sprengen. Darf er das? In einem Shooter darf man niemanden in die Luft sprengen. Das wäre. Oh, ich bin Raptor. Oder bin ich ein. Nee, ich bin. Macro-Raptor. Oh, ich find's aber auch irgendwie schwer, mit dem Hut irgendwas zu töten. Ich hab gerade jemanden getötet. Ja, ich auch, aber. Man kann auch Leertaste gedrückt halten und bleibt lange in der Luft. Was kann man? Leertaste gedrückt halten und dann flattert er regelmäßig weiter. Erfolg. Nö. Bei mir flattert er. Was zum Maker jetzt? Hat sich bei mir aufgehängt. Oh. Dum, dum, dum. Gut, dann ist das hier wohl der Punkt, an dem ich die Folge beende. Schon wahrscheinlich bleibt bei diesen 2 Folgen vielleicht. Ich nehme einfach noch ein bisschen mal das auf, aber ich muss dann wohl neu joinen. Kannst du auch ein Best of aufbauen. Das Problem ist, ich kann die Dateien nicht schneiden, die mir das momentane Programm ausspuckt. T-Rex ist hier total useless auf der Map. Mein Schnittprogramm kann keine FLV-Dateien öffnen. Ja, dann speichere doch ein MPP, du Spaten. Das geht mit dem Programm nicht, oder? Natürlich. Ich hab's nicht hingekriegt bisher. Ja, du musst nur die Endung ändern beim Dateinamen. Ja gut, dann probier ich's mal so. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.